In der Lorenzkirche kann man Kraft schöpfen. Sie ist ein Heißluftofen, ein Reaktor für Hoffnung und Gottvertrauen. Hier springt einem aus jeder Ecke an, dass Gott mich liebt und auf meiner Seite ist. Hier jubeln die Steine, predigen die Bilder. Hier heilen die Töne, die gelegentlich in der Luft liegen. Die Lorenzkirche ist ein Kraftort, aber sie könnte auch ganz tot und kraftlos sein. Es gibt nur einen Grund, warum die Lorenzkirche nicht tot, sondern so ein Kraftort ist. Und dieser eine Grund ist der Mensch. Einzig der Mensch entscheidet. Den braucht Gottes Geist. Das Gebäude, das braucht er nicht. Glaube funktioniert nur mit anderen Menschen. Gottvertrauen wächst überhaupt nur in der Beziehung mit anderen Menschen. Das ist ein Genuss, aber es kann auch sehr ärgerlich sein. Und ich fange mal mit dem Ärgerlichen an. Denn Menschen können furchtbar schrecklich sein. Als Tyrannen zetteln sie Kriege an. Als Tyranninnen können sie die Atmosphäre im Büro so vergiften, dass Menschen zusammenbrechen. Ich will doch in der Beziehung mit Gott etwas mit Gott und nicht mit diesen schrecklichen anderen Erdenbewohnern zu tun haben. Aber leider sind wir Menschen aufeinander angewiesen, sonst funktioniert's nicht. Stellen Sie sich mal vor, ein Tyrann würde andere Menschen fragen, wie er wahrgenommen wird, also ein Putin. Und dann nicht so die anderen Menschen, die ihn sowieso bejubeln, sondern Sie oder mich. Und stellen Sie sich weiter vor, er könnte dann sogar annehmen, was wir so als Außenwahrnehmende sagen, was ja in Wirklichkeit auch meistens bei Narzissten nicht klappt. Aber wenn, dann würde ein Gespräch schon die ganze Welt zum Besseren wenden. Und das passiert ja auch jeden Tag, im Kleinen. Gottes Reich wächst unter Menschen, die sich für seinen Geist oder füreinander öffnen. Tyranninnen ändern ihr Leben, Beziehungen heilen, Frieden wächst. Ich will nicht ausschließen, dass Gott auch manchmal durch ein Wunder Tyrannen vom Thron stößt. Aber in der Regel arbeitet Gott mit anderen Menschen.
Und dass Gott so durch Menschen arbeitet, das hat ja auch seine wunderbare Seite. Also so funktionierende Beziehungen auf der ganzen Bandbreite von Liebe, Freundschaften, Begeisterung, Hilfsbereitschaft, gegenseitige Achtung. Wo Beziehungen funktionieren, da erahnen wir das Paradies. Wir sind einfach so gemacht, dass wir einander brauchen. Gefäße für Gottes Geist, die sich dann gegenseitig Kraft geben. Warum ist denn die Lorenzkirche so ein lebendiger Kraftort? Weil da Menschen immer noch das feiern, was auf den Altarbildern gemalt ist, also in hoffentlich zeitgemäßer, abgewandelter Form. Oder weil da Menschen für Menschen musizieren. Wir haben unglaublich geniale MusikerInnen und auch manchmal so Leute wie mich, die die Töne nur so gerade noch treffen. Die Lorenzkirche ist so ein Kraftort, weil da täglich Menschen davon sprechen, wie sie den Glauben verstehen und wie sie Gottvertrauen erlebt haben. In der stillen Lorenzkirche fangen viele Menschen dann ein Gespräch mit Gott an. Gott, der übrigens selbst Mensch wurde und den ich darum Freund, Bruder, Vater, Mutter oder Herr nennen kann. Und dieses Gespräch geht dann weiter und mündet im Gespräch mit anderen Menschen. Und dazu hat Gott gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das ist dann so die kleinste Kraftzelle, der Vorgeschmack aufs Paradies. Zwei Menschen, die zusammen in Gottes Namen da sind. Da können dann Tyrannen ihr Leben ändern und Beziehungen wachsen. Amen. Und zum Beten gehen wir wieder rein. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Seien Sie gesegnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.